vor dem Auswärtsspiel am Samstag gegen den SSV Jahn Regensburg ist Kevin Kraus bei mir zu einem kurzen Interview. Ja, Kevin, die Woche habt ihr ohne unseren Cheftrainer Frank Schmidt verbringen müssen. Glaubst du, es ist ein Nachteil, dass er jetzt eben wegen seiner Krankheit die Woche nicht da war, oder war es eine Trainingswoche wie jede Woche auch? Nee, es war eigentlich im Prinzip eine normale Trainingswoche. Der Chris, der hat es ordentlich gemacht, die Mannschaft hat gut mitgezogen, war auch trotzdem der Trainer jetzt nicht da war, war trotzdem Pfeffer im Training drin, waren gute Zweikämpfe und wir haben keinen Prozent weniger gegeben, als wenn jetzt der Trainer da wäre. Du hast noch nie gegen Regensburg gespielt, standst aber die letzten Spiele immer in der Anfangsformation in der Innenverteidigung. Ihr habt ja jetzt oft in der Abwehr gewechselt, krankheitsbedingt oder eben auch wegen Gelbsperren. Anne Feig ist ja jetzt zum Beispiel auch am Samstag wer wieder verfügbar für den Kader. Wie wichtig, glaubst du, ist es gerade für eine Abwehr, dass ihr eingespielt seid hinten? Natürlich ist es immer wichtig, wenn man weiß, wie sich der Nebenmann verhält. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch gerade die letzten paar Spiele gezeigt, dass es auch mit Rotation geht. Weil, wie gesagt, wir auch einen breiten Kader momentan haben. Viele sind gesund, Gott sei Dank, keiner ist mehr gesperrt. Und das ist natürlich immer für einen Vorteil vom Trainer, dass er auf alle Alternativen zurückgreifen kann. Unser Gegner am Samstag, der SV Jahn Regensburg, ist Aufsteiger, spielt eine richtig gute Saison bisher. Sie stehen auf dem 7. Tabellenplatz, haben schon 30 Punkte gesammelt. Woher kommt die Stärke deiner Meinung nach von Regensburg? Ja, sie treten als Mannschaft auf, geschlossen, sind natürlich auch sehr heimstark, haben schnelle Außenbahnspieler und sie machen es einfach wirklich als Mannschaft ordentlich. Vielleicht haben sie auch die Euphorie natürlich mitgenommen vom Aufstieg, wie natürlich jeder Aufsteiger, aber wie gesagt, die machen es als Mannschaft sehr ordentlich. Du hast die Heimstärke von Regensburg gerade schon angesprochen. Wie wollt ihr die denn jetzt stoppen, so diesen Erfolgszug, den die gerade haben? Ja, wie die letzten Spiele auch. Wir wollen natürlich alles dagegen in die Waagschale werfen, wollen natürlich wieder offensiv alles raushauen und wenn es geht, auch mal wieder zu Null spielen. Danke dir, Kevin. Viel Erfolg euch am Samstag. Danke.